uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch The Last Light. Und let's do it. Ist anscheinend ein kleiner S-Bahn-Simulator. Oder U-Bahn. Mal schauen. Wir sind Lukas schon wieder. Alle armen Schweine in Horrorspielen heißen Lukas. Klar! Hallo? Das Betätigen der Notbremse ist verboten. Ja, das ist auch die Frage, die man so in so verlassene, dunkle U-Bahn-Tunnel fragt. Ach du Scheiße. Where is everyone? In the dark. Chapter 1. Okay, dann schauen wir mal. Ah, wir haben eine Flashlight. Und... okay, kann ich die irgendwie... kann ich die auffüllen? Nein, ey, sag mir nicht, dass die... warte mal. Use, okay, ja. Press tab to dismiss. Okay. Ah, okay, alles klar. Wir können also die Taschenlampe mehr oder weniger aufladen, indem wir ganz verrückt Maustasten drücken. So, okay, cool. Na gut, alles klar. Das Ding steht hier am Bahnhof fest. Ganz schön kleiner Bahnhof. Ja, ist nicht der längste Bahnsteig. Dann gehen wir mal schauen. Hallo? Ah, ja, das haben wir schon. F. Hm, cool. Wieder aufladen. Oh Gott, na, das schreit doch schon an Jumpscares. Johnson! Mitchell! Hallo? Nee, hier ist Lukas. Guys, answer me! Hallo? Hier ist nur Lukas. Ich hab hier die Kamera von meinem Opa. Oh, schön. Please, please, just pick up the radio. Pick up the radio. Ja. Wo ist er denn? Wo ist denn das Radio? Come on, talk to me. Ah ja, warte mal. Ich muss erstmal hier schnell die Taschenlampe aufladen. Ich gleich los. Someone, answer me. Wo ist denn, haben wir jetzt das... ah, warte mal, guck mal. Is anyone there? Da ist das Radio. Also das Funkgerät. Schnappen wir uns mal. Someone respond. Hello? Hallo? Thank God, somebody picked up. Yeah. Who are you? What's going on down here? I'm sure you have lots of questions, but there's not much time. I need you to listen to me. Okay, what's going on? It's not safe down there. There's a locked door in front of you. The code is 1623. Get there as fast as you can. Okay. Got it. Okay, cool, machen wir. 1. Okay, muss man also ja nicht einnehmen. Hallo? Mann, ich will immer einzoomen, dann macht er die Taschenlampe aus. Das ist doch scheiße. Okay, die ist locked. Alright. Now I need you to make your way to me. There's an elevator fairly close to your location. I'll guide you there. Slow down. Who are you and what the hell is going on down here? Sorry about that, but it's not safe down there. Ja, das hast du schon gesagt. Aber was ist denn los hier? What's yours? Sophie? Alright, Sophie. Lukas. There's something in the subway and it's killing everybody. What? Okay. What do you mean something? What sort of thing? Look, I don't know what it is or where it came from. It's roaming around and it's dangerous. But I think I've discovered its weakness. The
thing's afraid of light. If you can shine a light on it, it'll run away. And if you're standing somewhere lit up, it can't get to you. That's good to know. I have a flashlight on me. Oh, and my little brother is down here too. He has a light-up necklace, so he should be safe, right? You have a brother down here? Where is he? Okay, we can go get him. Once you get to me, we can take a train to Patterson. Geil, Alter. Thank you so much. Alright, I'm on my way to the elevator. So. Good luck. Ab zum Elevator. Und wir sind Sophie, wir sind Janich Lukas tatsächlich. Lukas ist unser kleiner. Oh, Lens Flares. That's weird. Someone from security must have dropped them. They might actually come in handy. You know how to light them, right? It's a friction fuse. They're a bit difficult to light on the first try. Yeah, I know how to use them. I'll bring them with me. Sounds good. Keep an eye out for more. I'm in the large room now. Great, you're almost there. The elevator should be up ahead on your left. If you take it to the third floor, it'll be a straight shot from there. Okay, see you then. Okay! Oh no! Mach schnell die Scheiße an! What? What's wrong? The lights! They all just went out! Oh shit! Turning on the elevator must have overloaded the circuit. You need to get them back on immediately. But how? Ist das hier die Sportbild? Right, let me look. Okay, there's a room with a glass window pretty close to you. You should be able to see it. Inside that room is a breaker box. Okay. You can use it to reroute power to the elevator. Go around and there'll be a door. This one also needs a key code, which is 4815. 4815. Got it. What? Was ist das jetzt? Aha, das ist also das Vieh, was uns hier unten angreift, oder was, ja? Was Leute What's kennt. Happening? Sophie? Are you alright? Ja, ja, Sophie! Da war Nebel. Ja. So, wo ist die Breakerbox? It almost got me. Hey, what's this? I was unlocking the door and it just. It came out of nowhere. Would have killed me if the emergency lights hadn't come on. Well, I'm glad you're alright. But now you need to get that elevator working. You should be near the breaker box. Ja, das sah doch jetzt gut aus. Also, Elevator war doch an. Oder muss ich jetzt komplett die Stromzufuhr irgendwie dementsprechend umbasteln? Ja, sieht wohl so aus. Na toll. Oder? Ah, das ist aber auch hier ein Friemel hier. Wann sieht denn, wann der Fahrstuhl an ist? Also, laut Breakerbox irgendwie wirkte der an. So. Jetzt ist er wohl an. Was denn? Wie denn? Wo denn? Oh, okay. Ah, hier, Licht. Voll Blase. Da, hau bloß ab. Jetzt bin ich am Arsch, jetzt bin ich am Arsch. Oh, okay. Ist er da? Ja, er ist da. Und Verpissung. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh. Okay, cool, cool, cool. So, wo kommen wir jetzt hin? Oh, fiese Mucke. Chapter 2. Rendezvous. Ich frage mich, wer schreibt so eine Songs für Fahrstühle irgendwie? Das ist doch... Also, wenn ja nicht mehr geht, machst du sowas. Wie sind wohl die Kriterien bei so einem Song? To your right, you should see a few subway trains. Meet me and we'll take one to Patterson to find your brother. Sounds like a plan. Where are you right now? I'm just ahead, in the command center. Just head down the hallway. Ah, okay. Hier scheint Licht durch. Das finde ich gut. Hier sind Lens Flares. Ah, ich hätte vorhin noch mehr nehmen können. Das ist ja blöd. Oh, Grund. Ugh. I hate carrying this stupid thing. Tja, manchmal scheiße, ne? Aber dann muss man halt einfach mal
Und? Ah, okay, hier setzt das einfach ab. Ist die Steckdose, soll das sein? Ach. Und jetzt ist die Tür offen. Okay. I think I'm getting close. Follow the hallway. I'm in the room on the right. And... Toll. What's happening? Shit. It's the lights in here. They're going haywire. Hang on, Sophie. I'm gonna see what I can do from... Okay. Glaub ich mir jetzt wohl nicht so. Greg geht's nicht gut. Right? Greg? Greg? Oh Gott. Ja, Greg ist am Arsch, Alter. So, wo kriegt denn jetzt hier den nächsten tragbaren Generator her? Oh no. Damn it. Why? Was denn? Ist Greg hier irgendwo? Habe ich jetzt irgendwas gesehen oder ist das einfach so ein generelles Ausflippen? Gotta keep moving. It's not safe here. Ja, das ist wohl richtig. So, haben wir? Das kann nicht raus. Na, ist Medusa da vorne? Oh shit. So, hier ist Licht. Hier kann er nicht hin. Ich muss Licht und Batterie sparen. Wo ist er? Ah, da! Durch die Wand kam er! Das ist doch scheiße, ey! Durch die Wand ist mies! So, und hier. Oh, kennt ihr diese nervenden Taschen, wo man so... Also, dass ich dem Mist ausgedacht hat. Ein Genie. So, was hat mir das denn jetzt hier vorne eigentlich gebracht? Ah, ist das blöd jetzt für dich, ne? Oder für mich gleich. So. Achso, jetzt könnte ich mir, glaube ich, theoretisch den anderen holen. Und wohin schleppen? Wohin? Wohin soll ich damit? War da vorne noch irgendwo eine Dose? Hm. Na, schauen wir mal. Geht nicht. So, theoretisch könnte ich jetzt auch den anderen nehmen, ne? Oder? Oh, warte mal, da ist noch so ein Pinocchio. Zwei Stück? Na, verschwinde, mein Kleiner. So, dann steck mich erstmal kurz mal hier hin. Und chill meine Base im Licht. Ah, schnell wieder voll machen. So. Okay, cool. Dann hol ich noch den anderen. Gib. Ach, ja, Kassett, schwere Sachen zu tragen. Ja, das ist schon blöd, ja. So. Ja, Mann. Das ist schon doof. So, okay. Und damit schließen wir den zweiten an und jetzt können wir... So. Grünes Licht ist an. Frage ist, haben wir jetzt damit die haben wir entweder eine Tür geöffnet oder unten die U-Bahnen in Gang gesetzt? Okay, einer hat Licht. Oh, scheiße. Wie komme ich jetzt dahin? Da jetzt irgendwie lang? Oh Scheiße. Das ist nicht gut. Oh, schnell rein. Oh, jetzt nicht rein. Na. Nie. Was ist denn das für eine Kacke hier? Komm, Tür. Mach doch die Tür auf. Echt jetzt? Ganz blöde Ecke hier. Geh doch einfach hin. Wunderbar. Hammert. So, was haben wir jetzt? Was können wir jetzt hier tun?
fährt einfach los. Läuft doch, hör mal. Auf die BVG ist Verlass. Hallo? Erstmal irgendwo klein und hässlich machen. Oh Gott. Oh Gott. Wo kommt das jetzt? Zurück nach vorne? Okay. Scheiße. Von wo? Oh, von hinten, Alter. Das Schwein. Run, Boy, run! Los! Oder run, Sophie, run! Lola rennt, kann man auch sagen. Oh, ein beherzter Sprung. Und ich koppel jetzt. Na, ich koppel, ja, genau. Ich koppel den Wagen ab. Klar, klar. Ist, macht man. Gar kein Ding. Chapter 3, End of the Line. Patterson, Station. So, hier haben wir irgendwie einen kleinen dunkelnden Lukas rumzuflitzen. Aha. We were running to the exit, but all the gates shut. The whole... Wir machen es spannend. Stan lost power savers. Pff. Was für eine Schmunznachricht ist das denn? Ja. Lukas! Hör jetzt mal auf, mit Opas Fotoapparat rumzuspielen und komm jetzt bitte. Oh, oh, hier knistert's. Hier knistert's. Aber schön hell noch. Irgendwie denke ich, das wird nicht lange so bleiben. Lukas, wo bist du? Können wir mal kurz selber hier in die Tastatur? Dankeschön. Ist jetzt hier alles zum, zum Selbstaus... Ausdrucken hier die Karten oder was? Ja, das ist quasi für Selbstabholer. Aha. Und hier unten haben wir schon wieder so ein. Alright. Lucas should be waiting for me somewhere on the other side of that gate. Ja, lass mich raten. Need to find a battery to power it up and make it move. Also ich will mal vorsichtig. Achso, wir brauchen zwei, um das zu öffnen. Ich dachte nämlich, wir müssen das jetzt rumstecken. Und hier ist auch noch eins. Ach du Schande. Ach du Schande. Na gut, müssen wir wahrscheinlich erstmal woanders ran. Oh. This is getting old. Okay, erstmal das Tor hier drüben öffnen. Und dann werden wir da wohl reinlaufen. Und hoffentlich das zweite Aggregat finden. So. Flump. Scheiße. Wie gesagt, wie das, Leute, da ist mir nicht wohl bei. Aha. Schön, das Ding ist also im Arsch. Wunderbar. Rest in peace, Mama und Papa, Nadja, Berkowitz. Oh, ist das eine... Ist das vom Entwickler? Okay, da ist er wieder. Und ich bin gleich am Arsch. Oh, schnell. So. Um Gottes Willen. Es ist auf jeden Fall ein richtig langer Weg, den ich nachher wahrscheinlich laufen muss. Ah, nochmal schnell einen kleinen Kaffee to go. Ah, so. Da haben wir also hier nochmal so ein Teil. Na, ist ja toll. Ich hab eine Scheiße rein. Und da ist der Knie. Ah, du kannst mir ja nichts. Scheiße. Vor mir ist Murks. So. Ach, wenn doch nur Greg hier wäre. Der
mir sagen könnte, alles wird gut. Oh. Was soll denn überhaupt sein? Ein Nebel? Mit Augen? Okay, okay. Ganz cool bleiben. Oh, schnell, 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 schnell. Oh Mann. Hinter mir ist Murks. Ja, das Gute ist natürlich, dass wir vorher noch so eine Art Geräusch hören, irgendwie wenn er kommt. Oder es. So, jetzt bin ich so erstmal wieder im Licht. Licht heißt Sicherheit. So, dann schließen wir das jetzt an. Wo ist unser dusseliger Bruder? Wo ist unser dusseliger Bruder? Er guckt sich schon bestimmt irgendwo Kaugummi oder so. Oder Comics. Oder. Pokémon-Karten. So. So. Now open up. So, das ist voll. Ach, wer endlich. Yes, it's open. I'm coming, Lucas. I'm coming, Lucas. Where are you? Huh? That necklace. Lucas. Lucas, are you down there? Na, das ist ja ein klasse Ding, Alter. Kann ich hier runter? Yes. Und? So, irgendwie glaube ich, dass Lukas nicht mehr ganz so fit ist. Wenn ich schon die Kette von ihm hier finde. So knicklig dran. Oh, no, no. Not you too, Lucas. Lucas, no. Entspann dich doch. Wir wissen noch nicht, was mit ihm passiert ist. Da liegt einfach nur seine olle Kette. Also. Hä? Also die Taschenlampe konnte ich jetzt nicht anmachen. Es ist wahrscheinlich ein Unhappy Ending. Tja, das war The Last Light. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder, ihr Lieben. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.